Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal Bencake28. Weiter geht's mit Wylamith und mir kämpfen erstmal schön gegen die Incursion. Warum? Weil wir es können und weil wir zu 15 und das möchten wir jetzt einfach tun. Los geht's. Ich schneide es nicht raus, ne? Leute, ich zeige euch alles. Ne? Das ist einfach so. So könnt ihr bisschen das besser verfolgen. Ja, jetzt kommt wieder dieser gleiche Text. Den lese ich euch natürlich nicht immer vor. Das ist ja klar, ne? Stay hidden until the last moment. Fight with cunning. 78% Wahrscheinlichkeit, dass uns das gelingt. Ist der höchste. Wait for it, sagt Monali. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Bonis mitbekommen. Und wir sind getarnt. Und wir haben cunning. Flanking attacks. This combat deals plus one damage. Und hier seht ihr also eine ganze Reihe von ganz schön gefährlichen Gegnern. Ich mag irgendwie die Batchbees nicht so. Die können ganz schön was aushalten. Ja, ist eigentlich halt immer so ein Verteidigungskampf in einem Dorf. Wo sind denn die Gegner? Da sehe ich ein Spectic, okay. Ja, und wir müssen halt schauen, dass wir möglichst effektiv so viele, so schnell wie möglich ausschalten. Wir schauen mal, wie gut es uns gelingt oder nicht. Unsere Verteidigung ist natürlich nicht optimal, ne? Das ist halt einfach immer nur 4 Range, ne? Das ist halt so bitter. Und den anderen kann ich nicht sehen, aber ich nehme trotzdem diesen Stumpf, weil dann decke ich das nämlich auf, ne? Da muss man halt auch erstmal auch alles wissen. Und dann hier ein Splinter Blast ist immer gut, auch gegen den Sommelier einzusetzen, weil einfach die Rüstung dann weg ist. Ist eine Sache, die sollte man nicht unterschätzen. Eine Fähigkeit, sage ich mal, die man nicht unterschätzen sollte. Auf keinen Fall. Und ganz wichtig, lasst immer die Helden halt so gut ihr könnt halt zusammen, ne? Wegen den Defensivbonis, ne? Hier nochmal ein Splinterblast. Dann haben wir schon mal einen Gegner ausgeschaltet. Sind nicht mehr so viele übrig. So, der Spectic da unten, der geht mir so richtig auf den Keks. Auf den Geist geht der mir. Hier kann ich ihn überall nicht sehen. Ich nutze aber wieder die Beweglichkeit. Ja, das wollte ich nämlich wissen. Ich nutze die Beweglichkeit und schieße jetzt hier auf den Spectic. Sollte eigentlich sein Ende sein. Das ist auch ein Stunt. Hat jetzt 2 Lebenspunkte geheilt. Bringt natürlich rein gar nichts. Ne? So, die Dorfbewohner habe ich natürlich noch nicht gespielt. Die sind auch noch in der Auswahl. Ich werde natürlich versuchen, uns so gut ich kann zu formieren, also zusammenzustellen, ohne zu hohes Risiko einzugehen, ne? Deswegen geht Ben jetzt runter. So, wen haben wir hier jetzt? Ah ja, Xanor, den Bogenschützen. Der gilt dann noch als getarnt. Ja, aber komm mal da runter. Ich will jetzt einfach mal eine Gruppe zusammenbringen, sodass wir hier auch maximalen Schaden anrichten können. So, mit ihr habe ich auch nochmal einen speziellen Plan. Die hat nämlich die Tier 2 Verteidigungsbögen und schießt jetzt auf den Badspiel mit. Arrows ruft sie und unsere Verteidigung schlägt zu. 5 Schaden, 2 leider geblockt, kann man nicht verändern. Gut, dann haben wir noch die Ella, die steht halt viel zu weit weg von allem. Ja, und blockst mir mal so ein bisschen die Flanke rüber zu. Können sich ja überall verstecken. Ja, da habe ich mir schon fast gedacht, dass sich da einer noch verbirgt. Da kommt recht weit, der Batspiel. Ha, da haben wir nochmal so einen kleinen Hund. Wirkt zumindest so auf mich. So, wer hat viel Rüstung? Wer... gehen wir mal dahin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Ja, sehr nice. Das war ein Stunt halt, ne? Saugeil. Einfach mal weggehauen von ihm. So, Ben, du gehst mal darüber. Und dann einfach Attacke, bitte. Okay. Wouch. Ein Crit, also ein Stunt gemacht und ein Flankenangriff hat halt zu diesen Schmerzen geführt jetzt, ne? Beim Gegner.
okay, kann ich eigentlich gar nichts mitmachen. Don't wait, ist egal. Nicht so wichtig. So, da kommen noch Gegner. Ihn kann ich natürlich mit diesem Schuss nicht ausschalten. Den Well-Ding kann ich auch nicht ausschalten. Kann ich ihn da noch sehen? Natürlich nicht. Es bietet denn alles zu viel Deckung. Egal, Feuer. Ja, 2 Schaden durchs Gift noch dazu. Das könnte dann vielleicht reichen. Ihn kann ich hier nicht sehen. Stellen wir trotzdem mal... Ah, verdammt. Hier rein. Der Xanor ist am Spazieren, hey, getarnt. Sehr mutig von dem Xanor, sehr mutig. Ich glaube, du gibst mal noch hier eine Deckung mit. Ist Mona Leone, aber kann man jetzt ändern. Okay, ausgewichen mal wieder Pit. Pit geht einfach ab wie Zeppel. Feuerblech, das ist natürlich schlecht. Ja, jetzt gibt's halt Schaden, kann nicht sich verhindern. Da kommt jetzt Verstärkung rein für den Gegner. War ja noch nicht genug. So, der müsste eigentlich durchs Gift draufgehen. Also kann ich den vernachlässigen. So, Monali. Da unten steht der, okay. Nehmen wir hier die Rocks. Und dann nochmal mit unserem Bogenschützen ein bisschen draufschießen. Und mal nach vorne mit ihr. Ich muss gerade gucken wegen den Zivilisten, wie ich das am besten mache. Ich mag nicht mal Zivilisten verlieren. Ich bin da so ein bisschen eigen. Aber der kommt wahrscheinlich gar nicht gegen die Verteidigung von dem durch, ne? Egal. Oh, das gibt ja Schaden. Ups. Naja, hat der ein magisches Schild. Darf nicht durchlaufen durchs Feuer. Wirklich? Man darf nicht durchs brennende Feuer durchlaufen. Pancake, das ist so... Wow. So, jetzt haben wir den Watchman hier erledigt. Nachher wird durch irgendwas geheilt. Darf die ihn umhauen? Gibt's mal einen schönen Stunt hier. Oh yeah, watch this. Die Rivalen spornen sich gegenseitig an hier wieder. Oh oh. Mortaki Clump. Mhm. Noch 2 Gegner. Mhm. Ja, gut. Ach ja. Wenn's sein muss. Okay. Oh, jetzt reicht das. Ja, reicht. Okay. Boah, der hat das geblockt, die Sau. Das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Noch ein Schaden. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Danke. Ach ja. Ja, das Splinter Salvo bringt halt jetzt rein gar nichts. Komme ich auch nicht dran, ne? Nee. Ah doch, Splinter Salvo, komme ich hin. Reicht. Reicht. Habe ich mich verguckt, Leute. Gebe ich zu.
schnapp mir den Baum da hinten. So, da kommt dieser Weltling, der verbrennt uns nochmal. Ich mag den Gegner nicht, weil der so schön garantiert Schaden machen kann. Der macht mir immer am meisten Ärger so. Au. Ja, das ist jetzt gar nicht witzig. Monali hat es gerade übelst erwischt. Das finden wir alles andere als gut. Jawohl, Xano, du kannst halt nix. Der ist diesem riesigen Pfeilhagel ausgewichen. Ja, das müssen wir auch erstmal schaffen. Cool. Kam man nicht mehr dran. Böser Sommelier. Aus. So, Monali hat es ein bisschen zu arg erwischt. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Die ziehe ich mal zurück. Im Splinter Blast auch noch ausgewichen. Arg. Sehr schöner Treffer. Und Ben nochmal. Nein, noch ein Spectic. Das darf doch nicht wahr sein. Bin ich aber easy ausgewichen. Okay. Okay, Monali hat ganz schön eingesteckt. Man muss aufpassen. Hälfte der Leben verloren. Ne? Das kann schnell nach hinten losgehen. Was ist denn das hier für eine Opportunity? Ah, Pit never told anyone. In fact, he often wondered whether I had truly happened at all. Ist schon wieder das mit der Krankheit. Many years went by, genau. Das haben wir schon gelesen alles. It choose jetzt wieder ein Friend. Hä, das hatten wir doch gehabt. Ich lese es jetzt mal nicht vor. Das ist genau das Gleiche. Das hatte ich doch. Oder kann ich das jetzt immer wieder auswählen? Aha. Also muss ich da irgendwas in... Okay, das habe ich nicht gewusst, Leute. Aha. Ich hatte halt gesagt, dass sie beim letzten Mal ein bisschen skeptisch die Frau ist. Wir kennen den Quest auch aus der vorigen Sachen und okay. Dann mache ich ihn halt. Dann mache ich ihn halt. Aber jo. Ich nehme unsere drei Haupthelden mit, natürlich. So. Okay. Dann mache ich die Opportunity halt jetzt. Keine Ahnung. Ich versuche sie diesmal anders zu lösen. Vielleicht bringt es mir ja auch irgendwas. So. Also. Where Loratia inked their map, an unremarkable Taumoth opens. I'm not going through with this. I want you to know that it's fine to turn back. We've already come this far. Water erupts this cave into the soft parts of the planet. There's a good cool air, a strange and thin smell. I wonder if you feel it, being cursed. I wonder if it's something that the body feels. Shouldn't you be, who knows? No, I mean, I wonder if... When it's gone, I realized how affected my life's been. I was wondering if the anatomy of this passage was in any way carved, right? There's either... Oh, wait, repeat what you were saying? It's... No, I... Sorry, keep going.
Down through the dimming narrows of the cave they stoop until Rabbi pulls up half-broken wall here made by people. There they squeeze sidelong between decaying stonework. There's no door, meaning it wasn't meant to be opened. Generally, that makes sense. If you're stowing a horde of, say, it's stolen gems, you don't provide an easy point of access. Ambient light seeps from mineral veins in their next chamber. Old, is this tough? This mortar comes anyway like cake paste. Das ist wieder so eine Statue. Diesmal versuchen wir es nicht kaputt zu machen. Not just a cave, I guess. She said it was buried. I didn't think she meant buried. It reads everlasting rest. Now cradles our bright hero, Arya Anistalas. Who tore our world from the talons of the hungry evil and gave her life to free us from tyranny. So this shovel we're meant to find, it has to be interred with her bones. Let's do this, Rabbi, or we can't dig. We can dig carefully. It's fine. Let's do this, Rabbi. So they leave without the treasure they'd been sent for. The tomb earth remains undisturbed. That hermit woman must have known or anticipated something that we'd challenged by. Pit? We're being too, I mean, there's conjunctions for. Who are we helping by leaving your hope down here? Hard to know, isn't it? I don't know. My search isn't over. Is what I'm saying. They decide on the next destination by dusk. They trace their steps back to the home of Lorathia Tall, seeking answers. Go easy. Old Lorathia, hermit woman of the woods, we've returned. Who creeps by daylight to my lonely cot? Who? Be it the trouble-bent chipmunk? The horned queen with her hordes? Oh, it's these puddle wits. Your task wasn't easy, Lorathia. We traveled hard under wind and weather to reach that cavern. You sounds as if you found it. There's a well-said silence. I sense your return without the thing I sent you for. The one thing that mattered about all of this. You sent us to discreate a tomb, a historical burial site. I told you the task would be distasteful. Has to be something else, a different kind of thing to find. Sweetheart, no, and again, no. I need the Tremoraldine prison that contains my higher essence and the balance of my fathomless power. Oh, that does sounds fairly unique. So Canterback, to fetch it, while the year is young, while your friend still lives, would be a good time to go. Don't I know your voice? It's shy, almost involuntary, the question stumbling out of him. The meeting of their eyes can be forever delayed. Me? My voice? A recognition comes in that grueling glance. How many times on a night of no moon had Pit woken with a murmur in his ear, the whispering of an absent woman's lips? The whisper would rise in a pitch as it went away, recedeing as if on wings and become a phlegmy far-off shriek haunting the rafters. I've heard your words, your strange words in the darkness crackling, a voice climbing to the sky, the voice of the one who is awful pretty for her age? Pete, wait, you mean this is the, my curse come from her? What? No, that's weird. That would be
would be smart if it was me, but I am because... Wie geil, interessant. Ich zähle mal die andere Seite der Geschichte. Sehr, sehr, sehr interessant. Oh, fine. Yes, okay. I'm your curse mother. And you may as well know it all. At this point, my name isn't Lorazia at all. Why would it be? No, call me Volta. Volta of the Grey Mountain. For I am the Vulture Queen herself. Huh? In the charred and sunray days before the... Wait, you're getting this right? You understand what I'm doing? Hmm? You're explaining the thing? Alright, perfect. So, in the charred of the sunraw days before the rise of the Tree Talkers, the Star Watchers, or the Wave-Wandering Poets... In those scorched and beautiful days, I was Volta the Grey Mountain, Volta who conquered all the lands and peoples within my span. My soldiers were plentiful as the stones, and I stooped over every town farm and tower, plucked every gobbet of joy that pleased me. Crazy, you think? Hmm. And my reign would have lasted forever, except for our hero, the woman from the tomb, the statue? An acne-scarred pinstrel is what she was, Arya Anistalas. Her bad and cumbersome name she played at paying me tribute. Came low-tailed under my perch like a strut, only as I looked in the gem she offers, she then dealt me a blow that would kill a mortal. So by my power's hand, the great balance of myself poured from me, my essence was imprisoned within that jewel for eternity, and I began my wingless exile. Hehe. Cast cuttering down the mountains, a marrowless bone, little to on no memory thereafter of what I'd been. I had to remember forcibly tough and embattling folk over aeons. Ever heard something like this? How long ago are we meant to believe this all happened? Oh, my body. This shell that paddles before you, it dies but always resolves again to life. Call it my curse. I'm almost powerless now. Over millennia I've reloaded. For untold stretches of time I was so weak I could barely eat, but I did hunger. Hunger was all I had. Yet you found a strange to the curse, me, unless that's another lie? Yes. Yes, around the time you were a child, Pit, a mighty quake split the earth, the steel chamber wherein Anistalas was buried with my power's mouth broken open. This allows some of my strength to seep back to me. Unfortunately, the hallowed tomb still repelled my gaze, my steps, my efforts to attack it. Believe it or not, a certain slant of the spell meant that only well-meaning hands could draw the stone from this place. Ingeniously, then I laid a curse on the child. On me? Right. The idea being, as demonstrated, to set in motion a pure-seeming quest that would serve my ultimate ends. And it's really going to kill him? Once retrieved, I would bind the curse into the gem in place of my own. Oh, the curse, probably... Unless the curse's caster is kill, or I guess I should stop saying things. Anyway, thanks for listening. My settlings, you may journey on if you wish. I won't stop you. Gott, was eine lange Geschichte. Okay, also für alle, die es nicht gesehen haben, wenn man diese Statue schändet, sage ich mal, dann taucht ein Geist auf, gegen den kämpft ihr, dann geht ihr zu ihr zurück und dann verwandelt sie sich in einen wirklichen super Bösewicht und verschwindet dann auch. Und ja, wir dürfen sie jetzt verprügeln. Mal eine andere Geschichte. Also Lorazia in geschwächter Version sieht aus wie eine einfache Zauberin, die nicht so wirklich was kann. Und ja, wir sind auch zuerst dran, dann wollen wir doch mal schauen, was wir ihr so Schönes antun können.
Was auch hoffentlich richtig schön ordentlich wehtut, würde ich mal behaupten. Nehmen wir natürlich den Baum hier. Und hier erstmal einen Splinter Blast drauf, dass sich gewaschen hat. Schon ist das Schild weg. Und ja, Pit darf sauer, also so richtig sauer, wie er jetzt gerade ist, sie killen. Wenn sie jetzt aber eh wieder aufersteht, auch wenn man sie tötet, das weiß ich halt nicht. Okay, Ella kriegt jetzt erstmal ein Browserhorn Warrior, das habt ihr euch auch verdient, nachdem ihr habt so lange dieser Geschichte zuhören dürfen müssen. Once every other turn as a swift action, Ella shreds two foes' armor with her weapon. Okay. Wisdom. Okay, Stalwart. Ist auch nicht schlecht. Sellers Leap Cooldown reduces from every other turn to once per turn. Clears pin on use. Ja, ich grade einfach den Leap ab. So passes who? Wooden wasn't it, Walter? Das ist geil. That's an odd feeling. I feel completely justified. Maybe I shouldn't. Well. Do we burn the house? They don't. They leave it. Like grave marker and go. And peace follows with a turning year. Leave sleep where once a voice packed on borrowed. Pit will find that he knows it's for sure one day that the curse, whatever weight it might have carried, is gone. And somehow, in the wild, 20 long seasons later. Quapsp. Who? I'm hungry. Supposed we must try again. Und sie wird's wieder und wieder und wieder machen. Okay, also er kriegt Nummer 10 Retirement Age und ich muss jetzt mal überlegen, was ich als nächstes mache. Splinter's Blast und Splinter plus 1 Damage and apply Hobble. Speed temporarily reduced. Cool. Infernal Rain changes from single target to area effect. Geil. Ich mache das mit dem Elementar noch ein bisschen weiter. So, dann jetzt Scout hier. Und zwar Everyone bitte. Und dann Dunn. Kann sein, dass die vorher fertig sind, bevor der ankommt da drüben. Deswegen mache ich das gerne dann in so einem Fall so, dass ich mal nochmal patrouilliere. Oh, ich brauche noch einen dritten Helden dafür. Mäh. Ich kann sie auch einfach nichts tun stehen lassen. Komm. So, jetzt kriegen die Gegner erstmal wieder Karten. Ich werde den Spectic hier verhindern, genauso wie ich den hier verhindern mit Blitzwurstblei Bonus Damage. Habe aber dann noch nur noch einen einzigen Legacy Point. Und habe mal wieder, ja, den Motagi ein bisschen was reingewirkt, ne? Aber nur ein bisschen. Ja, jetzt wurden wir leider geambusht. Ja, also wir sind jetzt in einem Hinterhalt geraten und müssen jetzt uns überlegen, was wir da machen. Ja, wir können den Stunt verbessern, Temporary Health. Ja, wir tun unsere Stunt-Chance einfach verdoppeln. So, das lese ich jetzt nicht vor, weil das ist ein Hinterhaltsgefecht. Das heißt, die haben uns jetzt überrascht. Wir kämpfen gegen zwei Gegner und ja, gain. Defeat all enemies, not heroes, and escape. Ja, wollen wir mal. So, komm mal her, mein Freund der Sonne. Mona Lisa dahinter. Interviews, was haben wir da Schönes? Ein Diskus, ein Wild Gasp. Okay, und da haben wir Splinter's Blast. Dann gehen wir mal darüber. Reicht das schon? Ich kann das treffen und hoffen, dass. Nein, 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 einfach. Warte mal. Die kommen schon näher. Die sind so mutig und machen das. So, du darfst schon mal hier hin dich stellen. Monali, du darfst dich dahinter stellen. Was haben wir da noch Schönes? Was haben wir da? Oh, cool. Dann einmal bitte hier drauf. Sehr schön. Thunderstormt, jawohl, der ist jetzt erstmal Stunt. Das ist genau das, was ich haben möchte. Und Attacke. Jawollo. Was der Watchman macht. Jawohl, mich ein bisschen in Deckung gegangen. So, dann die Monali, die darf noch mal ein bisschen weiter laufen.
Und du darfst mal interviewen mit dem hier. Ja, das ist ein ganz gemütlicher Spaziergang, Leute. Oh, das wurde leider geblockt. Das ist natürlich ein bisschen gemein und bitter von der KI. Kann ich aber nicht verändern. Strike mir mal gegen den Batchby. Tschüss, Batchby. Jetzt nochmal Aua geben. Aber, ja, Monali ist in Deckung gegangen. Oh, überraschend, überraschend natürlich, klar. Ben ist mir noch ein bisschen zu langsam. Thunderstump hat nicht geklappt, macht nichts. Guardian bitte. Monali da dahinter. So, dann nehmen wir hier Interviews. Was haben wir hier noch Schönes? Drei Splinters Blast. Splinters Blast. Ist auch nochmal ein Diskus. Und drauf. Jawohl, nochmal vier Schaden. Guardian, nein, er hat noch einen Lebenspunkt. So ein Mist aber auch. Und tschüss. Was für ein gefährlicher Angriff. Danke für die extra EP. Ja, ich sehe das ehrlich. Zucker teilweise sehr nützlich für unsere Helden und so. Gut, das ist natürlich Mist, dass die jetzt halt noch eine Karte kriegen, wo sie verstärkt werden oder verbessert werden. Und dann geht's erstmal weiter. Und Attacke. Aha. Pit? Was treibt denn der schon wieder? Ben? A walk maybe can't explain why the wind's purple. But then there's a lot that can't be explained. Whoop! Wush! Uff! Aha. Hello? Fratschaschklan, Kananaschkna. Hä? Kraschküpp. Tickscht. I'm sorry, I don't. Kringschütte gedisknickt, hüschkniegt. Two cold memories floated into Pit's head. Fashioned of bones and long hidden. Wir haben schon einen Bogen. But as the figure began to fade, so did the memories. If Pit concentrated, he could hold on to one. The location of the spear, würde ich sagen, weil ich habe schon den Leafbogen. Hm? Alle schnarchen? I have to check if I took the trouble to get into someone's dream and tell them where a spear was. I'd want them to at least check. The memory seemed to take root as he walked, and by the time he reached the hollow tree, he was barely surprised to pull out the old short spear. Pit, Pit! Oh, good, you're not dead. I found something. That's certainly something. And I think maybe someone wanted to use to have it. Honestly, I'd probably give it away too. Oh, cool. Ich kann das sogar nochmal auswählen für jemanden. Ja, dann bin ich ja noch früher, noch vorher, dass ich ein, mir gesagt habe, okay, ich nehme den Speer, weil den Bogen hätte echt wirklich nicht so wirklich einer brauchen können. So. Spear, Tier 2, ein Artefakt, 6 Damage, Tag 1, Sunshine, Potency 1, Charisma minus 10, wer das trägt, okay. Attitude für influencing and appealing to others and for winning fate's favor, okay. Bonus Potency, but penalty on Charisma, ja, das habe ich gesehen. Damage added to interviews and attacks, also factored into some abilities. Mehr Schaden als meine Axt. Mehr Reichweite als, aber kein Shred. Stun Chance wird erhöht, aber der Stone-Effekt ist nicht mehr da. Ist jetzt echt schwierig, Leute. Ist jetzt wirklich, 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 wirklich schwierig. Das wäre natürlich auch geil. Auf der Kriegerin zu spielen mit der Wurfaxt. Ja, ich nehme den Red Bow raus.
Ja. Ja, das finde ich cool. So, die Mission machen wir jetzt aber noch, oder? Leute, das passt doch. Ist eine bisschen längere Folge. Also, wieder mal ein paar Gegner hier. Und dann wollen wir nochmal die Steampunk Untoten mit uns, mit unserer Anwesenheit beglücken. Okay, Ben, zwei Türen, zwei Möglichkeiten. Im Straßenverkehr heißt rechts vor links, dann gehen wir mal rein. So, dann geht man sie auch vor. Ella jetzt neu bewaffnet. Monali, du nicht. Rabbi erstmal. Silksteppen, Silksteppen, Silkstep, schon lange nicht mehr benutzt. So gefällt mir das. Dann Ben, mach mal die Tür auf. Oh, es füllt sich langsam. Oh, Webstühle. Was können wir denn? Die kommen bestimmt lustig mit Interfusen. Jetzt gucken wir doch mal. Kannst du mit irgendwas schon interfusen hier? Was macht denn das Zeug? Ja, warum nicht? Los geht's. Ah, da deckt man auch gleich nochmal ein bisschen was auf. Aha. Der wäre weg. Der Sommelier wäre aber auch weg. Sommelier. Magischer Schaden ist was ganz Nettes. Einmal die Wahrscheinlichkeit schlecht, deswegen dann jetzt gleich mit dem Knochensperr hier zugeschlagen. Wenn Ella so ein bisschen uncharismatisch ist, aber sie hat auch schon mit Dämonen gespielt, wenn man sich daran noch erinnert. Kann ich jetzt nicht hinlaufen? Dann machen wir einen Thunderstomp. Mach einfach Guardian. Wenn du das nicht kannst, dann halt nicht. Du lauf mal hier hin. Kannst du denn irgendwas weiter hinten interfusen? Nee, kannst du nicht, ne? Komm ich damit irgendwo hin? Nö, don't wait. Ach, ich habe ja noch Pity Line. Ich habe ja noch unseren fröhlichen Pit. Na, Mist. Na, ein Schaden auf Ella. Blöd, drei Schaden geblockt. Und eine Armor geschreddert. Oh oh, da ist wieder so ein großer Dicker. Hin und her, weil der wurde geblockt. Ich habe gerade hin und her da überlegt, wen attackiere ich denn jetzt von den beiden? Wieder nicht geblockt. Meine Füßchen, die fangen an zu versagen hier. Interviews. Hallo. Sehr schön. Immer nicht schlecht, wenn man den Gegner mal so ein bisschen durchhobbelt. Und ja, den da. Jetzt haben wir ja gerade angefangen. Hohoho, machen die schon Schaden, ey, ist das übel. So, Pit. Pity Line, Pity Line, Pity Line. Ja, komm, finalisiere es mit dem Batchman. Das ist ja irgendwie Trauerspiel. So, jetzt noch den. Ja, Skift und Motagi Clump plus Engaged. Oh, Ella fast tot. Oh, der hat die fast getötet. Ich sag doch, dass die Viecher gemein sind. Auch die arme Ella, ey, wegen meiner Inkompetenz mal wieder, ey.
müssen hier meine Leute leiden. Das ist ja echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Hält mir ein bisschen zu viel auf aus, dieser Dude. Ist so. Mag ich nicht. Jetzt habe ich ihn wenigstens mal gestunt. Ach, die Wurfaxt kannst du jetzt. Ja, das ist die Rache von Ella. Ja, da muss man schon aufpassen, Leute. Da muss man schon aufpassen. Ich mein's ernst, ne? Das sieht easy aus, aber ein Fehler. Was haben wir denn hier? Ein Icebreaker. Ein Artefakt haben wir hier gefunden. Ein Großschwert. Interessant ist zwar nur Tier 1, aber not schlecht. Okay, der kann die Gegner tatsächlich mit dieser Waffe gar keine Aktion mehr machen, okay? Trefferwahrscheinlichkeit steigt auch. Ich überlege gerade, Leute. Wer könnte diese Waffe bekommen? Ich könnte auch meine Axt loswerden. Auf der anderen Seite hätte ich auf... Ah, dann habe ich kein Schild mehr. Dann nehme ich das so als zweite Möglichkeit. So, Warding. Könnte jeder gebrauchen. Passt doch ihr am besten so ein Pelz. Dieser Schal hier, das ist doch klasse für sie. So möchte ich das. Die sieht jetzt so richtig ein bisschen urtümlicher aus. Nein! Noch ein neuer Motagi-Gegner. Shit. Der Butler. Butler, ich weiß. So, dann puzzeln wir hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. Ja, das können wir entspannt machen. Nochmal ein Item. Das Item geht immer, Leute. Loot tut gut, das wisst ihr alle. Wobei ich da noch eine Brücke bauen muss, ne? Ja, wieder irgendwas gefunden. Stoffe und Mana. Übersetze ich mal. Ein Silver Bark Scarf. Das bringt Block plus 5. Ja, Jetzt hat die andere schon einen Scarf bekommen. Dann kriege ich diesen komischen Schal, auch wenn der sehr merkwürdig gleich aussehen wird. Okay, es geht noch. Claim. Gleicht auch so ein bisschen meine komischen Sturmbeinchen aus. Ja, manchmal bin ich ein bisschen hochmütig, muss ich sagen. Ne? Also gerade wenn ihr das jetzt mit Ella gesehen habt, also die Ella habe ich jetzt schon ein paar Mal in eine ziemlich missliche Lage in dem Abenteuer gebracht. Aber ich finde trotzdem, läuft ganz gut. Ne? Als nächstes machen wir eine Brücke, ne? Sammeln hier diese vier Gegenden noch ab. Und am Schluss müssen wir natürlich hier den Endgegnerkampf bestreiten. Das ist ja noch gesperrt, also das heißt, wir müssen sowieso noch hier ein bisschen weitersuchen. Kampagne läuft meiner Meinung nach ganz gut. Ja, finde auch unsere Gruppe sehr interessant. Und desto mehr man dieses Spiel versteht, desto mehr macht es natürlich auch Spaß. Natürlich dauert es halt für mich noch ein bisschen länger, als vielleicht der ein oder andere das lernen würde. Ne? Ich musste halt mit dem Englisch so ein bisschen mich so, ja, reinfuchsen, sage ich jetzt mal. Aber ey, komm, mir macht es ja schon Spaß und so. Und wir haben ganz schön coole Charaktere, die ich jetzt hier nochmal absichtlich durchgeklickt habe, damit ihr euch die alle bewundern könnt. Mensch, noch einmal 28 sein. Naja. Okay. Der Text mit diesem Superbösewichtin, der war halt ein bisschen arg lang. Ne? Also das war schon krass lang. Also deswegen habe ich auch gesagt, okay, ich mache jetzt auch einen Kampf mit rein. Ja, mein Gerede am Schluss einer Folge ist ja auch nicht gerade viel kürzer. In dem Zusammenhang möchte ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne
liken und ich freue mich mega über euer Abo. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Video, euer Bencake 28. Ciao, ciao.